Zum sechsten Mal willkommen, hallo Berlin. Ihr seid jetzt in Berlin mit uns. Wir sind in den unwahrscheinlich schönen, einmaligen, einzigartigen Boulez-Saal hier innerhalb des Barenboim Said Academy hier in Berlin. Boulez-Saal, Pierre Boulez-Saal inside of the Barenboim Said Academy here in Berlin. And we are celebrating this year, as we celebrate every year, but this year it is the sixth season of the so-called Schubert Week, unsere sechste Folge von Schubert Woche. Es ist schon erstaunlich und aufregend. Diese ganze Zyklus oder ganze Arbeit wurde ins Leben gerufen von Daniel Birnbaum. Und der Anruf kam eigentlich im Sinne und Widmung und Verehrung unser verstorbener Meister im Liedgesang und vor allem im Schubert-Liedgesang, Dietrich Fischer-Dieskau, mit wem natürlich Birnbaum öfters auf der Bühne gewesen ist. Und der Fischer-Dieskau hat in verschiedene Jahreszeiten, feierliche Jahreszeiten von Schubert sozusagen, 98 und dann 2008, er hat Programme und mit Veranstaltern ausgearbeitet, welche Art von welcher Typ Stimme in welche Lieder einmal singen soll. Wir nennen dies Stämme. Und er hat Gott sei Dank das alles hinterlassen. Und mit der Absicht, dass verschiedene Kollegen über die ganzen Jahre, über die ganze Welt alles von Franz Schubert singen würde. Das ist niemandem bis jetzt gelungen. Mit 661, ich glaube, es ist die letzte Zahl von Schubert-Lieder, also schon sehr viel. Aber wir sind hier, wir haben diesen Auftrag von ihm übernommen und wir haben durch diese letzte sechs oder sieben Saisons, nicht nur in unserer Schubert-Woche, aber auch während der Saisons, wir sind schon weit, weit über die 400 und jetzt allmählich an die 500 und wir gehen weiter, bis das einmal fertig ist. Das ist einmal lustig. Unser Academy hier, unsere Schubert-Woche, ist selbstverständlich Schwerpunkt Franz Schubert. Aber heuer lassen wir uns diskutieren, was der Schubert eigentlich bewirkt hat. Wir haben sehr viel über die letzten paar Jahre. Wie viele Leute sind schon hier gewesen? Hat die Klasse besucht? Ah, bitte, die Treue wärmt mein Herz. Das ist wahnsinnig. Wer hat nie ein Live-Masterclass erlebt? Ah, we are going to change your life. Wie viele Sänger haben wir im Zimmer? Ihr nicht. Ja? Ah, ist auch schön. Ist auch schön. Wer kann überhaupt nicht singen? Wir ändern das auch. Es geht um Gesang. Einer der natürlichsten Ausdrücke eines Menschen, das es überhaupt gibt. Und unsere Arbeit hier, zurück auf das, unsere Arbeit hier in der Schubert-Woche, was wir nennen der Schubert-Woche, ist, weil der Schubert unsere Muse ist. Aber alles nach Schubert, und wir können schon diskutieren, warum der so unwahrscheinlich einmalig war, lassen wir einfach zuerst einmal sagen, niemand hat versucht, eine galoppierende Pferde oder ein rasselnder Baum oder ein rauschender Bach in Musiksprache hörbar zu machen. Niemand hat es weder versucht, noch ist es denen gelungen. Und ganz am Anfang, 1814, hat der Schubert das gemacht. Und das allein ist zu bewundern. Aber was ich wirklich bewundere, und ich glaube, die Leute, die überhaupt Schubert singen, ist alle diese unwahrscheinlichen Ereignisse, dass wir hören, extra musikalische Ereignisse, dass wir hören in seiner Musik, führen uns letzten Endes noch tiefer in die Psychologie. Und da kommen wir zu Menschen. Ausdruck von Menschen. Das wäre eigentlich eine gute Beschreibung, von was ein Lied ist. Lass uns bitte dieses Wort Kunstlied ersetzen. In unserer Welt, wir wollen alle irgendwie verstehen, was ist was, Orangen, Bananen, Apfel und sowas. Ein Kunstlied im tagtäglichen Sinne ist ein Klassiklied. Es kommt von unserer Literatur, dass wir unter den Rubrik von Klassikmusik, der auch viel breiter ist, als vielleicht der Alltagbegriff ist. Aber der Punkt ist,
Das ist ein vollständiges, unabhängiges Gedicht. Braucht keine Musik. Inspiriert aber ein Komponist, der letzten Endes für, oder Komponistin, Entschuldigung, der auch nicht unbedingt braucht, Wörter in den Kompositionen zu haben, aber entscheidet in diesem Moment des Inspirations in die musikalische Sprache, unabhängig von der Form des Gedichtes, auszufeilen, auszuarbeiten, um was es geht, wie Sie das sehen. Das ist eine Art Gespräch. Wenn du willst, ist eigentlich zwei metaphorische Welten. Und die Metapher ist für die Gedanken eines Menschen. Deswegen sage ich immer, dass ein Lied, ein ganzes Lied gut, welche Epoche, welche Sprache noch immer, ist eine Evidenz von Leuten, eine Evidenz des Daseins. Wenn du so willst, ein Tagesbuch des Daseins. Einer denkt, kann entweder von sich was geben, hinschreiben, auf der Wand malen oder still bleiben. In unserer Welt, wir beschäftigen uns mit denen, die schreiben. Und was die schreiben, in welcher Form noch immer, hauptsächlich hören wir Deutsch jetzt, in welcher Form noch immer, die Wörter sind ausgewählt für den Maximum Input von Gefühlen. Und es ist genau das, dass ein Komponist kommt in die Tonskala, in die Harmonie, Rhythmus und für sich versucht, hörbar zu machen, was die Hintergedanken vielleicht sind oder die Umgebung, in welche diese Geschehens des Gedichts existiert. Warum mache ich das so kompliziert in Beschreibung? Warum tue ich das? Weil ich hasse, wenn es einfach gefällt. I love enlightenment. I love moments that say, ach, ja, ich verstehe. Und das ist für mich der Zauber an ein Lied. Wir arbeiten in unwahrscheinliche Details, diese ganz freie, individuelle Reaktion und Wahrnehmung zu ermöglichen. Wir machen hörbar, was schon genau, wie ich so kompliziert beschrieben habe, ausgearbeitet ist, über Jahre. Es geht gar nicht um uns. Es geht um, was wir singen. Immer. Eigentlich könnte man es von einem Musiker das sagen. Wir müssen es vorstellen, entscheiden, euer Schweigen, euer Stille zu stören. Das ist ein Zitat von Birnbaum. Ich könnte eigentlich diese große Meister den ganzen Nachmittag nur zitieren. Wir sind unwahrscheinlich glücklich und dankbar, dass dieses Gebäude steht, dass diese Akademie existiert, dass dieser Boulez-Saal als Konzertsaal-Ergänzung hier in Berlin existiert und schon ein unwahrscheinlicher Reverenzruf erzeugt hat, weil hier ist, wo Musik wirklich wahrgenommen werden kann. Und dass der Daniel Birnbaum das so wahnsinnig liebt und so wahnsinnig leidenschaftlich und mit so viel Arbeit und so viel Überzeugung das durchgebracht hat und bleibt für jede Generation, die hier durchkommt, entweder singt oder studiert oder arbeitet, was noch immer, steht er zur Verfügung als unser Mentor. Ich bin wahnsinnig dankbar. Ich dürfte öfters in meiner Karriere mit ihm musizieren, Klavier und Orchester. Meine Damen und Herren, er ist eine lebendige Legende, eine lebendige Gigant. Danke, Daniel. Unsere Arbeit und unser Programm hier, unsere Schubert-Woche, ist ein Triangel von der Pierre Boulez-Saal-Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Lied Academy von Heidelberg unter dem Heidelberger Frühling Festival und auch in Zusammenarbeit mit meiner Stiftung, die Hamsong Stiftung oder Foundation, Hamsong Foundation.
Und wir operieren als ein Dreieck. Und das Einzige, das ich wirklich klar machen möchte, ist, dass, obwohl ich hier stehe oder die hier singen, es ist eine kleine Armee von unwahrscheinlichen Leuten hinter der Bühne, die das alles zusammenbringen und alles unterstützen und ermöglichen. Und vielleicht morgen sage ich alle die Namen an, aber einfach was hier in diesem Ruhemoment, das wir jetzt haben, und wir werden genießen diese musikalischen Momente, diese halbe Stunde, also zwei Stunden, ist nur möglich, weil so wahnsinnig viele Leute so gut ihren Job machen und mit so viel Leidenschaft. Und ich bedanke mich, dass wir überhaupt zum sechsten Mal hier sind. Meine Kollegen haben schon im Herbst, wir haben einander begegnet, die sind durch ein ziemlich unmenschliche, harte, furchtbare Bewerbungsprozess gegangen. Es gibt keinen anderen Weg, das ist es halt, aber die sind jetzt die jetzige Victime, Scholars. Und unsere zweite Zeit zusammen ist eben diese Woche. Und heute ist kein Abschlusskonzert, heute ist überhaupt kein Konzert. Wir begrüßen sehr, dass Sie uns unterstützen und erleben, wie wir miteinander arbeiten. Wir arbeiten, wir. Was machen wir? Ganz einfach. Ich sehe es irgendwie als entweder ein Dreieck, der einfach so ist, oder einer hat nach einem Interview dann doch mir in den Wort gesteckt, es ist wie ein dreibeiniger Stuhl, was auch immer. Es handelt sich um, was das Lied bedeutet. Was ist es? Was ist die Universal in einem Lied? Um was geht es? Relativ einfach, ehrlich gesagt. Wird es ein bisschen enger auf die andere Seite, und das heißt die Architektur, sagen wir so, aus Metapher. Und dann es gibt die Engineering, the Design. Ja? Ein Lied kann manchmal wie ein Frank Gehry Building ausschauen. Wie steht das Ding? Das geht ja gar nicht. Und diese detailbeladene Engineering, eben wie die Wasser und Elektronik oder Elektrik in einem Haus immer funktioniert, das ist, wo wir wirklich leben. Welche Sprache, welche Epoche, welche Gedankengut, welche Zusammenhänge, welche Absichten. Völlig unabhängig von Musik. Und dann in diese Spalte ist auch, welche Musiker, warum inspiriert, in welche Zeit, wie lang danach, warum haben die dieses Gedicht gefunden und so weiter und so fort. Das ist manchmal ein echter Krimi auszuarbeiten, weil viele Dichter sind völlig vergessen. Ne? Und wir müssen einfach finden, warum kann man diese Leute in den Blick von Schubert oder von anderen Komponisten werden hören. Und dann natürlich in unser Leben, insbesondere jeder Musiker eigentlich, aber sagen wir nur von Gesang, ist die physische. Wie stehen wir? Wie herrschen wir unser Körper zuerst einmal, vielleicht unser Hirn überhaupt zuerst einmal, und dann unser Körper, die erlaubt, den Gesang richtig anzusetzen, im Dienst von das, was wir hörbar machen wollen. Klingt es kompliziert? Ja, ist es. Die Arbeit kann wahnsinnig kompliziert sein. Erfüllend, die gute Nachricht ist, und das kann ich immer meinen Kollegen sagen, auf Englisch, if you don't feel better having sung it than before you sang it, you're certainly on the wrong path. Na, das ist fantastisch für uns, weil das heißt, wenn es lebt, von uns ab einfach da existiert, wir fühlen physisch, natürlich geistig auch, erfüllt. Es ist nicht mehr uns, es ist da. So, das ist schon eine gute Brücke. Aber man kann natürlich brillant sein und belesen bis zum Gehtnimmer an alles fantastisch. Und auch die Sprache, ja, ich spreche 16 Sprachen und ich kann in 33 singen und alles. Ja, und dann fängt an zu singen und dann geht der Bein so und dann geht der Schultern so oder so. Ja, das geht ja auch gar nicht. In dieser alte Spruch, ja, eine Kette ist nur so stark wie die schwachste Glied. Das ist diese permanente Dreieck, dass ich darf hören, dass wir miteinander arbeiten und achten. Und das muss so zweiter Natur werden, dass wir nur mehr auf warum denken. Das ist unsere Aufgabe. Auf das arbeiten wir. Und das heißt, wenn alles fix und fertig ist, Musik. Genießen Sie es. Dass jeder Kollege stellt sich selbst vor und Pianist, obwohl der Pianist immer wiederholen wird oder kommen wird, immer wieder neu, wer du bist und was du singen willst oder wirst. Hallo zusammen,
Ich bin Jakob Schad und wir musizieren heute um Mitternacht von Zemlinski. Natürlich in der sechsten Schubertwoche fangen wir überhaupt mit Zemlinski richtig. Ich hätte vielleicht noch mal sagen sollen, dass heuer haben wir wirklich absichtlich, oder ich habe absichtlich, Schubert als Muse und als Säule, und statt einfach chronologisch durchzugehen, springen wir einfach in der Zeit, das nennt man die Vollendung der Tonalität der 19. Jahrhundert, und die frühere Zemlinski-Berg-Schönberg-Schule, nicht der zweite Wien-Schule, bevor den Bruch, ist eine zitternde Verwendung von einer Harmonie, das natürlich der Herr Wagner uns ermöglicht hat, aber der Absicht im Ausdruck ist so dermaßen verwandt mit Schubert. Und vielleicht werden wir wirklich allmählich zur Kenntnis kommen, dass es geht immer um, wie man in welcher Art was sagen kann als Mensch und nicht unbedingt ein Spalt oder ein Fach nur zu begeistern. So, entschuldige, ich hätte das mal sagen sollen. Verzeih, bitte. Sehr schön.
Did I properly greet you all out in internet land, wherever you might be? It might be interesting for you all to know, hello, by the way, and welcome to Berlin. We're glad you're with us. I very much believe in the digital world of opening windows and doors so people can participate with us. I love you being here with us live to hear how we work. This is not a concert, this is a class, and we're going to work. We're going to ignore you. I don't really care whether you understand what I'm talking about. You can just see how we work, which is actually quite interesting. But we're very glad for you to join us, and just perhaps for unser Publikum, über die letzten Jahre, wir bekommen schon übers Wochenende schon an die 25.000 Zuschalter. Na? Ich meine, das ist schon enorm. Und alle wissen, dass die nach Berlin kommen, irgendwie uns zu besuchen. So thank you for joining us wherever you might be. And we're talking about, you know, 20 different countries and I don't know how many time zones. I mean, I get emails from Korea or from Japan or Australia. Oh, I stayed up at night and watched the class and it's so exciting, you know. So, ladies and gentlemen, this is important. This is the world we live in, and it is a fantastic world, and we should use it for the proper ways. Now we go back into the intimacy, the wahnsinnig Kern von diesem Lied. Es ist irgendwas sehr Schubertian an dem Ding, oder? Was meinst du? Also, die Melodie einfach, oder? Da ist es genauso schreiben können. Melodie, ganz einfach. So, jetzt kommt der große Frage, weil die Leute sollen das wissen. Simlinski, wann hat er gelebt? Etwa? Ja, so um die, also das Lied ist quasi... Wir sagen Jahrhundertwende. Genau. Ja. Wie, weil er ist schon weit in der 20. Jahrhundert gestorben. Hat ein sehr langes Leben gehabt. Er hat wahrscheinlich das um Ende der 19. Jahrhundert geschrieben, 1898, ja. Sowas. Ja. Wie alt würde der dann sein? In etwa? 20, 25 Jahre alt? Ja, knapp 30. Er ist in 79 geboren. Ja. Ja? Einfach das wegzunehmen. Aber weil ich glaube, das heißt dann Jugendarbeit. Ja. Ne? Und eigentlich sehr schön, und alle haben natürlich Schubert studiert und Beethoven studiert und eine wahnwitzig musikalische Umgebung in Wien in der späten 19. Jahrhundert. Seine beste Freundin war natürlich der noch junge Berg und der Schönberg, und er war unfassbar verliebt in die Alma Mahler, als sie noch Alma Schindler war. Nicht? Und das ist ein irrsinniger, aufregender Kreis zu erkennen. Aber jetzt stoppen wir auf einen Namen, das ich selbst natürlich immer schauen müsste, und das ist unser Dichter. Julius Rodenberg. Bevor du antwortest, gibt es irgendeine Germanistin oder Literary Freak oder was? Weiß irgendeine, wer der Rodenberg war hier im Saal? Hat jeder den Namen gehört? Er war Berliner. Und ziemlich gigant in dem Berliner Literaturkreis in der späten 1890. Es gab eine bestimmte Kreise und Literatur, ich habe den Namen vergessen, aber der war eine sehr angesehene Figur. Er hat versucht in seine Gedichtart wie den Emanuel Geibel. Ne? Und wir wissen, dass der Geibel den Hugo Wolf wahnsinnig inspiriert hat. So, das, was ich meine, von diese wir nennen them, die Hasenlöcher, die Rabbit Holes, like Alice in Wonderland. I've learned so much just following these ideas. Rodenberg, ich schaue das auch an, ich denke, naja, wer ist ein Rodenberg? Und ich bin eigentlich geschämt. Ne? Er war eine große Figur, hat sehr viel Gedichte geschrieben. Er ist mehr für seine Literaturarbeit bekannt. Er war auch Jude und sicherlich und seine Werke und besonders seine Gedichte war in den Judenliteratur, und das ist sicherlich, wo der Simlinski dagegen kam. Aber das ist egal. Was will er in diese, egal ist es nicht, aber du verstehst, es ist nicht wirklich zu Punkt. Happy Song or Sad Song? Also, es ist ja letztendlich so ein Liebeslied, aber das lyrische Ich hat schon so ein bisschen Spaß daran zu leiden auch. Also eigentlich ein... Bist du jemals wahnsinnig verliebt? Hast du nicht auch gelitten? Ja, genau. Also es Welcome to life, son. Ja. Ja, das ist der Punkt. You know, und das ist aber auch ein vergleichbarer Schubert-Moment. Ja, ja. Ja. Die schönste Serenaden von Schubert sind Moll. Ja. Ja, genau. Und es haucht hier immer auch diese Moll. Du hast wahrscheinlich nicht öfters gesungen, oder?
Nee, es ist relativ neu. Ja, ja. Nie aufgeführt eigentlich. Nein. Okay. Und it's one of those songs, ich bin ziemlich sicher, dass nach der 5. Aufführung wird es klar sein, ah ja, das muss ich diese Bogen. Irgendwas in diese sehr metaphorische, beladene, schöne Liebesgedicht ist ein Gefühl von Natur, die einfach immer da bleibt. Und die Ereignisse, dass du uns hörbar machst, die haben eine Lebendigkeit. Und im Moment, ich hänge ein bisschen in die Erzählung des Gedichts. Ah, ja. Oder? Also ich habe mir das immer so vorgestellt, der sitzt auf irgendeiner Parkbank, irgendwo ganz weit weg von seiner Liebsten halt und denkt über sie nach. Oder ihn. Ist das ein Lied, das du schon die Ende wissen sollst, bevor du anfängst? Ja, würde ich schon sagen. Glaubst du? Ja. Also, so er entscheidet zu singen oder schreiben, weil es geht ihm einfach sein Partner völlig ab. Ja, würde ich, also hätte ich so gedacht. Ja. Ist das ein trauriger Moment? Wehmütig. Danke. Das ist das schönste deutsche Wort, das es überhaupt gibt. Ja. Wehmut. Das versucht zumindest zu lächeln, während die Tränchen runterrollen. Ja. Es ist so wahnsinnig deutsch, ich liebe euch. Es ist fantastisch. Ich bin sicherlich irgendwo im Herzen ein Deutscher. Wehmut ist es genau. Ja. So, singen wir den Mut oder den Weh? Am Anfang das Weh und dann beim C-Dur am das Ende. Problem, das Problem aber, Entschuldigung, ich glaube, wenn wir tatsächlich in einem Wehmut den Weh singen, wird es wahnsinnig gefährlich sentimental. Ja, ja, ja. Das war es ja auch gerade ein bisschen. Und unser ganzes Lied wird leidet ein bisschen unter dieses sentimentale Gewicht im Moment. Und du kennst mich genug jetzt, das ist sicher ein Tick von mir. Ja. Und diese pseudo-espressive Ritardandi, die immer vorkommen, machen mich einfach fertig. Ne? Lassen wir einfach die Musik sagen. Und ich glaube, wie ich auch immer gesagt habe, sehr langsam und ruhig. Let's forget the first bit and just take the ruhig. Yeah. Ja. Wenn du versuchst, langsam zu sein, sind wir alle verloren. Okay. Ja. Profunde Sachen sind sehr oft langsam. Ja. Eine langsame Sache ist selten profund. Ja. Ja. Ich würde wirklich, eben, du kennst es, schau mal, lass uns den Bassrhythmus durchnehmen für die erste und if you start this song properly, if you get the first two or three sets of four bar phrases in a fließende Art, the rest will take care of itself. It's a little bit like Professor Graham Johnson today. Sure. Übrigens, die auch hier kommen über diesen Tag, immer der Malcolm Martineau, Wolfram Rieger, Gerald Huber, Hartmut Höll, Graham Johnson, physisch hier am Ort in dieser Woche kommen, wenn wir die einladen, sagte, bitte komm, spiel mit unseren jungen Künstlern und gibt noch eine Masterclass, die alle kommen, die alle sind da. Es ist so wohltuend, es ist wirklich eine echte Akademie hier, wirklich zu genießen. Ole Bakoy, unser Direktor, hält sowas die Stange für diese Schubert-Woche. Danke. So, let's do Ole proud. Give me three sets of four-bar phrases on the first page. Okay. Yeah, I know. Sorry. Let's try some. Forget about the right hand. Just listen. If you're going to be one, two, three, two, two, three. The minute I do that, obviously in 3/4, I start thinking waltz. But there is something tensionish in this as well. Just play the left hand in the time that you want to play. Boom. Boom. Yeah. And the arpeggiation on his downbeat. Boom. Boom. Da-yum. That's just the first four braces. Try it. Okay. Without the right hand. Just no right hand. Just left hand. In time. Don't rush. Thank you.
this is quite a story, guys. This is, don't you think? Have you listened to it like this? You have to, right. All right, let's put the right hand together and let's get it going, right? But keep this flow. Mm-hmm. And this was just the first two sets of four bar phrases. Yeah. Hello. Yeah, I don't apologize for that G at all. I would really, I think that's a rompadida, rompadida. It could even be the longing, you know? Yeah. It also gives us, it's not a dirge. Yeah. It's a love song. Yeah. Whatever we're going to do with it, it's a love song. Okay. Love song, happy, I'm in love, okay. I miss you, baby, hello. This is an SMS 125 years ago. Okay, you know? Yeah. Are you looking at the moon? Me too. Oh. Sicher Schubert studiert. Ja. Du singst von Wald und Wind und was passiert? Ja. Ah, die Stimme bewegt sich. Ja. Ja, genieß es. Aber erzähl einfach die Geschichte. Ja. Ja? Don't zögere herum. Das würde ich nicht machen. Lass es einfach für sich sprechen. Die Worte sind schön, ja? Eventuell ein bisschen mehr bedeutend. Ja? Mhm. Okay, weiter. Die Menschen. Okay. Hobart. Jetzt reden wir vom Wasser und es wird noch beweglicher, wasserartig. Ist ja wunderbar. Und dann kommt diese, ihr könnt das nicht sehen, Espressivo, aber dann gehend sagt er es, das Wasser kommt, das heißt, Wasser hält nicht herum. Wir reden nicht von den Steinen im Wasser, wir reden von das Wasser. Wasser, leisen, Fahles. Und dann unter das Wort Fahles und dein Thema, fangen wir an von ihm was zu hören. Er sagt Dolce. Und dann weiter auf den Blu-di-da-di-da, bo-da-di-da, ist Espressivo. Yeah. I don't think he means time. Yeah. Yeah? I think he means stuff. Right? Yeah. And you know, the one is on a suspension, so just wait the front of it. Just be musical about it. Im schlimmsten Fall sei musikalisch. Okay. Ja? Das Wasser? And you know, in so ein Lied, wir kennen einander gut genug, einfach jetzt das Technische mal. Ja? Einzelmal, ich würde dich nicht unbedingt mit der Hand in die Tasche. Ja. Danke. Und ich würde auch nicht herumwanken. Und vielleicht den Pult ein bisschen höher, sodass du nicht rüber unterwegs. There is no shame in reading music. It's actually quite fun. So if you want to use music, use it. It's fantastic. I was so proud of Susan Sarabi. Sie kam an Dienstag, hat den Pult da. Nie, kein einziges Mal. Sie hat einfach den Pult, sie hat den Musik. Hat einen enormen Abend von Erzählungen uns gegeben durch die Frauenaugen und Seele. Ist fantastisch. Und natürlich waren die Noten da. Ist ja vollkommen egal. Dieser Heiligtum im Liedgesang müssen wir endlich einmal eine Perspektive schaffen. Ja? So, aber tu dir einen Gefallen, sodass du wirklich aufrecht stehen kannst. Einmal, ja? Und jetzt Technik. Wirklich in so ein Lied, aber in alle Lieder, Konsonanten und Vokalen vibrieren zusammen gleichzeitig auf derselben Ebene. Hm. Erzähl mir nicht, dass Wasser leisen Falles. Aber das ist, ja, Falles. Nur durch die Blumen rinnt. You can't speak that any way possibly schöner than to sing it. Mm-hmm. And when we sing the consonants. You need to let the Konsonanten, so sein bester Freund, die müssen vibrieren. Ne? Das war, besonders einmal, nur Ruhe und Schlummert. Ja, just go from Vokal to Vokal and sing durch die Konsonanten. Mm-hmm.
ja, in dein Effort, dann auch den Subconscious, deutlich zu sein. Ja, fangst du an zu sprechen. Ja, ja. Und für einen Bariton ist es immer noch gefährlicher, weil wir singen und sprechen in derselben Register. Und wir neigen, ein bisschen dort zu sein. Und das wird manchmal als ein Timbre bezeichnet, aber es ist es nicht. Wir müssen nochmal singen. Das ist sehr fluid und sehr gesungen. Lass deine schöne Legato und Lyrik, was du hast, einmal singen, okay? Können wir nur durch die Blumen rinnt. Eine super mit den Ellen, eine super Anfang. Ja. Sing der ganze Satz in dieser Resonanz. Okay. Nur durch die Blue rinnt. However much you love this and however you're concerned that you don't get crazy about it, it can't sound like you're walking on eggshells. Yeah. Yeah. This thing's got to come right out of the middle of your heart, if not the middle of somewhere else, right? Yeah. This is just total passion, right? Quietly. It's a monologue. You're in your room, you're looking out the window, you're in the garden, wherever you are, alone, right? You're not crying, right? And you're coming up with various metaphors of nature. Yeah. Right, that in this case binds you with your love. Mm-hmm. Right, so don't be careful, don't be precious. Das Wasser rinnt durch die Blumen. Na, wie schön. Sicher eine Metapher auch für Tränen, aber das brauchen wir gar nicht drum. Wir hören das und wir wissen das. Oh, süß. Weiter. Noch einmal gehen wir weiter. Whenever when an ending consonant popped, jedem Dach, sei nicht getäuscht, als ob das deutliche ist. Es ist störend in der Line. Und es heißt, es heißt in lockerer Luft. Das heißt, du singst mit dem Luft und nicht auf dem Luft. Ja. Na dem Dach, Dach, ja, im Dach. That's just free air flying away. You're not controlling that. And however beautiful you get away with it, it's not good for the voice. It's not good for singing. Yeah. And it's not better understood. It is less understood. Yeah? Yeah? Noch einmal. Ruht bereit auf jedem da. Noch dazu, lass die Bewegung von dieser Intervall auf den Konsonantenvibration im Kopf werden. Im da. If I sing im da. I have to go to another place. Im Dach, im Dach. Ja. Ja. Just ruht breit auf jedem Dach und gehen wir weiter. Du hast es dann später auch gehabt. Bitte pass mal auf, es ist nicht deutlicher. Wenn ihr glaubt, wenn ihr das tut, weil ihr glaubt, ihr seid noch deutlicher im Textwort Deutlichkeit. Du irrst dich. Es ist nicht gesungen, das ist gesprochen. Und ein dramatisches Lied reißt die Kehle aus. Ruht bereit. Oh, es ist gar nicht ruhig. Triton ist nie ruhig. Those are the kind of hidden symbols that, whether they know it's a triton or not, they get it. That's the Wehmut. That's the Wehmut. In diesem Moment wissen wir, dass allein ist.
wenn wir gezweifelt haben. Ja? Wunderbar. Brot breit auf jedem da, jedem da, jedem da. Haben wir noch? Brot breit. Brot breit auf jedem da. Guys, if this thing gets too slow, it's just going to be ridiculous. It's not Goethe. Although the sentiment is what Goethe, but it wasn't, never mind. I don't mean to insult any poets here, but go, just follow the German language in its rhythm. Go to the end, right? Mm-hmm. Tell us a story. In weiter. Mm-hmm. And you know, ein bisschen diese Deutsche immer wieder dort. Ausdrucksvoll ist was anderes, aber immer wieder, ich würde es eher nehmen als ein Lächeln, dass er nicht vergessen, dass es immer noch süß ist. Aber nochmal Deutsche zu schreiben über das, ist ein bisschen absurd. Ja. Ja? Aber bitte. Aber das heißt nicht herumfummeln. In weiter Welt allein. Merken jetzt, ich meine, ich glaube, ich habe es wirklich zu langsam angefangen. Ja. Ich meine, wir alle kennen das nicht, aber wir kommen jetzt. Das ist, obwohl er sagt, langsam und ruhig ist es. Das heißt nicht beladen, aber wir müssen verstehen, wo das ist. Und es ist wirklich vier Takte Phrasen pur. Ja, ja. Und ich würde nicht sehr viel abfedern. Ja, da, 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 da. Ja. Bleib in den Wort Strom. Ja. Ja, wunderbar. Und alles Lust und Schmerzen brachte ich in mir zur Ruhe. Nur eins noch wacht im Herzen. She's reading this. Ja. Noch eins. She spotted me. Und alles. Buddha, di, da, di, da, di, da. And just grab back on. Ja. We don't need so much information. Noch eins, noch wach. It's irrelevant. Noch eins, noch wach. Hier, sing die Konsonanten. Die sollen wirklich vibrieren. Ja. Diese Idee, dass ein Konsonant blockiert Vokalen und dadurch, Leute, ihr glaubt, dass die deutsche Sprache hässlich oder schwer zu singen ist. Ganz im Gegenteil. Ja? Wunderbar. Genau dort. Nur eins. And by the way, we need to go back. If we don't take a little faster tempo, then we don't understand the suspension. Yeah. If it's right? I'm sorry that he wrote langsam. Maybe, vielleicht war er in einer Welt in der Zeit in Wien, wo alle waren einfach zu schnell. Wir wissen nicht, ne? Aber langsam in sich bedeutet Bahnhof. Ja. Wir werden schon wissen. Und er ist wahnsinnig dankbar, dass wir das überhaupt singen. Nur eins. Ja. Nein, Ruh. Mir zur Ruh. Ja. Brachte ich ihn? Ja.
Sehr bewegt und leidenschaftlich. Ja. Ich habe noch nicht Leidenschaft gehört. You've got, look, all these U vowels. Yeah. And U A. Nur A, O A, O A. Nur eins, nur eins, nur eins im Herzen, nur eins und das, nur eins und das. This is your prep for where you're going. Yeah. But if you go up like a step of stairs, you're going to have this happen. Yeah. Just yeah. open into the high F do. Hallelujah. Right? It's higher, louder, freer than you have it in your mind. Yeah. This is your mind, not your voice. Yeah. And wir werden das einmal finden, weil es ist eine der letzten Entschlüsselungen von deiner Stimme im Moment. Weil dieser Ton in sich hat überhaupt kein Problem für dich. Ne? Aber wenn du in dein Hirn sprichst und im Steppen da gehst und ein Wort nach dem anderen zu sagen, ja, die Leute müssen verstehen, dass das ab ist, du! Yeah. That's not elite. Yeah. Wunderbar. Nur ein im Herzen, nur eins. Also die ganze Leidenschaft, nur eins. It's uninteresting. We get it. It's not. It's just. Und das Bett. You're never going to sing a schön F that way. Yeah. Just roll over the top of it. Yeah. It doesn't matter. You'll get it. Wir müssen zuerst den Resonanz und den Klang finden, den Weg mal saubern. Yeah. Dann wird der B einmal reinkommen. Aber im Moment ist der B eine sehr negative Downward Pressure, was auch falsch ist. Aber so singst du das. So jetzt nehmen wir das weg. Ja. Nur das B, das B, oh, is your path. Ja. One more time, we'll try. Im Herzen, nicht im Herzen, ja. Nur eins, and then we're cooked. Schönes Lied, aber it's one of those things, I mean, eins ist nicht im Ohr, du musst es einfach singen und singen und singen und dann noch einmal öffentlich. Ne? Aber es hat Wert, in einer Gruppe zu sein, das ist wirklich schön. Das ist eine gute Arbeit, danke dir. Schon alles an. So, hallo, mein Name ist Josua Bernbeck und ich musiziere heute. Langsamer, deutlicher, freundlicher. Mein Name ist Josua Bernbeck und ich musiziere heute zusammen mit Yuriko Watanabe von Franz Schubert, der zürnende Barde. Von einem Gedicht von
Von einem Gedicht von Franz Bruchmann. Wer war der Bruchmann? Ja, das macht nicht. Ja, ganz ein Vortrag möchte ich nicht, aber hast du ein anderes Bruchmann-Lied gesungen? Nee. Hast du jemals An die Leier gesungen? Auch nicht. Oder angeschaut? Nee, ja, ich kenne das Lied, ja. Ja, ja, das ist auch Bruchmann. Ja. Interessant, und das kannst du nicht wissen, wie ich sagte, einfach, weil ich finde es sehr spannend, dass der Bruchmann seine Gedichte, die äußerst politisch in äußerst metaphorische Sprache gelegt wurde nie in seiner Lebzeit publiziert. Das heißt, dass die Bruchmann-Lieder von Schubert wurde von Manuskript in der Hand gelesen und gegeben und davon gelesen und dann zu Lied gebracht. Das heißt, er hat einfach von diesem Bruchmann und von seinen Texten sehr viel gehalten und zur Bedeutung gebracht in Lied. Und was er von Bruchmann vertont hat, hat eher diese leicht Kunst gegen der Welt, Künstler, spricht die Wahrheit, egal welche Leiter an den Politik immer je wäre und so weiter. Ne? Das ist natürlich überhaupt nicht schwer, weder in unserer heutigen Zeit noch in der Zeit von Metternich zu denken. Nicht? Diese Gruppe von Dichter und Denker in der Schubert-Zeit und Wien waren schon Rebellion. Die waren schon sehr hellwach. Die haben sich unterbiegen lassen müssen. Ne? Sie haben in Geheimwelt gelebt. Und ein paar sind ertappt und rausgeschmissen. Der Schober ist verbannt, musste nach Gottes Himmel Innsbruck. Ja, aber es war sehr lebendig. Also deswegen sind sehr viel, besonders die mythologischen Lieder oder die Symbolen, die horchen einfach von der tatsächlichen Realpolitik ab, aber könnte niemand, oh, ich meine, das ist eine Mythologie, ich meine, was noch immer, wenn jemals gefragt wird. Ja? Das ist auch dieses Lied. Ja. Ne? Der Schubert hat nicht unbedingt den enormen Einfall und Ausfüllung von Inhalt in diese Lied, wie er ihn an die Leier. Ja. Aber immerhin hat er uns eine Plattform gegeben. Was wir hören müssen, und da hier kommen wir auf unsere heutige Klasse mit Johnson. Ne? Ja. Das Wandern ist das Müllerschluss, das war. Das war dann ist das Müllerschluss, das war. We need to hear all the words. So whatever tempo, wer wächst, wer wächst, wer wächst. That is not easy to sing. wer will mir die Leier zerbrechen?
Wer wagst, wer wagst, wer wagst, wer wimmelt die Leier? It takes time. And the time that it takes you is the tempo of the song. Mm-hmm. The time that it takes me is the tempo of that song then. The time that it takes him, you see what I mean? Es ja. Muss aber verständlich sein, right? Und bitte nicht drauf hauen. Legato wie möglich, ich übertreibe es, aber schnelle Lieder, dramatische Lieder, viel Wörter. Gesungen ist die einzige Hoffnung, dass wir haben zu verstehen. Ja. Sprechen auf Ton is not our friend. Es ist nicht Gesang, es ist nicht Liedgesang, es ist falsch, hat nicht mit Verständlichkeit zu tun. Es ist sogar unverständlicher, besonders so eine schnelle. Ja. Ja? So, ich würde eher den kraftvoll im Kopf haben als geschwind. Ja. Ne? Geschwind, Sechstachtel, ist eher den Taktpuls als die ram da dam da ram da ram da ra ta 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 ra dam 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 da ta 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 ta. I'm still too fast. This has to be the ba ta 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 ta. This we have to have. Right? Okay. Glaubst du, dass das analog ist? Forte ist verzando, dass wir einfach fortsetzen sollen? Oder ist es wirklich nur der allererste Takt? Und ich höre nicht unbedingt einen sehr großen Unterschied, wenn du das machst. Ich schon möchte nicht so schwer werden. Also, nee, nicht so. Ich habe gedacht, ein bisschen. Weißt relevant. Du, versuch mal es doch analog, zumindest sanft. Nee, sanft ist es nicht, aber. Weil es, wenn der Offbeat so viel Gewicht hat, dann werden wir nicht eilen. Ja? Also diese Achtel ein bisschen. Ja. Mhm. Nein, der Viertel. Ah. Kraft, mich zu rächen. Sag bitte diese zwei ersten Sätze. So wie es geschrieben ist. Im theatralischen Sinne. Wer wagst, wer wagst? Wer wagt, wer wagt, wer wagt? Wer will mir die Leier zerbrechen? Noch tags, noch tags, noch tags. Noch glüht die Macht, mich zu rächen. Glüht die Kraft. Glühe die Kraft, mich zu rächen. Glühe die Kraft, mich zu rächen. Weiter. Heran, heran. Ihr alle. Ihr alle ist so lange. Heran, heran, ihr alle. Wer immer sich erkühnt. What a word. Aus dunkle Felsenhalle ist mir die Leier gegrünt. Yeah. I mean, if this is not the evidence of, this is a protest song von Geburt her, oder? Wunderbar. Ich glaube, das ist genau der Sinn. Schubert hilft nicht. Du musst uns protestieren. Er gibt dir ein Framework. Ne? Und du musst es dann aus dieser inneren Überzeugung, ist es eigentlich, er möchte eigentlich den Polizisten, den Beamten einen reinhauen, aber er sagt, Herr, guten Tag. Na, selbstverständlich gehe ich jetzt weg. Ich komme der Nacht wieder. Wiedersehen. Wunderbar. Okay. Einfach, ohne dass du das weißt, es ist schon durch die Zähne. Yeah. Who has the unmitigated gall to challenge what I'm telling you? And we're getting to the real punchline later. Diese Ahnen der Eiche und der Gold. Euer Fahne war noch nicht realisiert. Die deutsche Farbe war noch da, aber der erste Farbe, der im Klar war, dass es sein müsste, war Gold. Mhm. Boah, ist das ein Zufall? Ich glaube nicht. Wunderbar, weiter. Bam, bam, das ist nice. Let's do that again. Kraft, glühe die Kraft, mich zu rächen. Bam, bam, bam. I don't hear the middle. Wer wagt, wer wagt, wer will die Leier zerbrechen? Noch tags, noch tags.
nicht die Spannung verlieren. Er fragt, du hast mich geschaut, ob ich stoppe. Du willst schon wissen, wenn ich stoppe. Weil wenn das ein bisschen zu beliebig ist, dann klingt es wie ein Fußballlied. Und alle diese Energie und diese Enge und das alles, das ich immer dir angebe, wirst du enger und enger. Und deswegen bin ich aufgestanden. Weil eigentlich, das ist es. Du musst weg. Es hat nicht mit in die Stimme. Es hat mit Artikulation zu tun und Länge in der Klang. Ja, da, 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 da. Es leiser wird, bitte nicht dann mit einer anderen Stimme, ne? Mit deiner Stimme. Und bitte, er ist nicht so furchtbar bös, als er wahnwitzig stolz ist. Ja, die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie rauschen vorbei wie nächtliche Schatten. Ihr könnt mich ja einsperren. Wurscht. Schau lieber. Ja? Davon kommt das. Ja. Übrigens, das Descartes und Wunderhorn, eine der wichtigsten Gedichte, diese Gedanken sind frei. Ja, in der ganzen Sammlung. Ist auch, warum es hängen geblieben ist von den Zensuren am Anfang des 19. Jahrhunderts, bis einer irgendwie zu blöd war und sagt, ach, ey Kindergedichte, lass es durch. Und der ganze Vormärz, das ist ja ganz bis zum, genau in dieser Zeit, dieser brennende Metternich-Horrible-Zeit, der Geburt der Prussische und was noch immer, in Liberal Europa, runter so halt, waren diese Lieder und die Gedanken sind frei, ist schriftlich auf die Wände von Hotels und Restaurants geschrieben, bitte fahr nach Dresden, geh auf den Frauenmarkt, ne? Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie rauschen vorbei wie nächtliche Schatten. Stehst du im Feld, so helft dir Gott. In Gottes Segen. Ja. This is your stuff. Ich möchte jetzt rhetorisch fragen, was ist elitist daran? Klassikmusik und die Kernklassmusik ist eine der aufregendsten Evidenzen von Democracy, von freien Willen, von selbstentschiedenen Nachbarschaften. Klassikmusik ist elitist. Das ist irr. Ich lasse mir das niemand sagen. This is not true. This is not elitist. This is leave me alone. I have my rights. Gut, weiter. Dann der Mittelteil noch einmal. Und stolz, einfach überzeugt. Okay. Wie eine Eiche. Mhm. Ja? Die Eiche, die geboren auf die Ahnen. Ne? This is one long, big, huge, old tree. Das ist die Wahrheit. Und du kannst reagieren, wie du willst. Die Wahrheit singe ich. Keep going. No, you're good. You're going to worse. Don't shorten the E vowel. The E vowels. That's what I meant by this. Yeah. Something as simple as folge die der Unterlippe, es bringt das alles hier. Gathers the sound, raccogliere la voce. Wunderbar.
Gut, nochmal. Was ich sehr gerne jetzt genieße, ist, dass es hat die volle, es hat die Inbrunst, aber es ist nicht attackiert. Ja. Ich glaube, Stolz ist ein besseres Wort als Ärger. Das andere ist zu aggressiv. Genau das, eben genau. Das ist die Gefahr in solchen Lieder. Ja. Mhm. Du weißt genau, wer du bist. Ja? Wunderbar. Die Seite? Setz einfach den fort. Mittelteil gerne. Die Seiten rauf? Oder nochmal? Ja. Ich habe das Holz geschwungen. Wo dann's Saum? Amen, bitte. Na, try and tell me Wagner didn't know this song. It's not possible. He probably sang it around the house in his famous bathroom. Wahrscheinlich. Jeden Morgen unter der Dusche. Alten umtanzten Wodans Saum. Bitte, das Deutsche, genieß das. Hm. Geh zurück, so du es nochmal hören kannst. Mhm. Die halbe das Holz gespalten aus riesigem Eichenbaum. Als ein Symbol nach dem anderen. Das Holz gespalten aus riesigen weichen Baum, worunter ein sie alte Tanzen wohnen Saum. Die Seiten rot ist der Sonne, die Blut und den wichtigen Strahl. Stolz! Als ein sie Stolz und und ich höre und sage, du kannst mir was, ja? Aber so ist es einfach schön. Ist das einfacher zu singen? Viel einfacher, oder? Vor allem, wenn die spürst du ihr überhaupt im Hals? Nee. Ja. Bitte. Der einzige Ton, es gibt einen Ton, der... Close your ears. Plug. Can you hear me? Ja. Plug your ears. Richtig zu machen. Er ist 21. Unser Ding. Goodie, goodie, goodie. Gibt es noch einen Teil, der irgendwie schwierig ist? Oder das, hast du eine Frage? Ja, du wolltest was sagen, oder? Was? Und obwohl, bitte, Eiche, Gold wird nicht weicht. Ja. Ist eigentlich, was der Sinn der Sache ist. Ja. So nur weil du das Wort weiche singst, bitte nicht weich werden. Nein. Es ist genau umgekehrt. Ja. Wir werden bleiben, bis du endlich stirbst. Ja. Ja? Die Realpolitik ist ein Zustand, das man durchleben muss. Ja. Ja? Oh, I could say so many things right now. Ich traue mich nicht, ich sage gar nichts. As an American, no, I'm not going to go there. Right, I think we've done this. Yeah. Was glaubst du? Willst du nochmal anfangen? Gut, ja, gerne. Ich finde unfassbar schwierig die ersten zwei Sätze. Einfach von Deutsch her. Wer wagt. Vorspiel auch. But I like this tempo better. Is it too fast? Nein, jetzt ist es geht. Es muss auf den Atem sitzen können, fließen können. Ne? Fang's nur an. Absolut. Bum, ba-dum, ba-dum, ba-dum. Yeah. I think it should be. I'm hearing ba ba da ba da, but I want to hear bum ba dum ba dum ba dum. Don't start late. Don't breathe. Wer wachst? You have to hear that so much in your, and it's such a wonderful Vorwurf. Es ist wirklich, wer wagt?
Ja, frag bitte, ja. Noch tagst. Und dann kommt was noch. Heran, heran, ja. Wir lassen uns das nicht gefallen. Wunderbar, nochmal. Bum, tscha, bum, tscha, bum, bum, tscha, bum, tscha, bum, tscha, bum, tscha. Enjoy the separation. Get up there, but be back down in time. Baram da ram da ram da ya da da di da 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 da. Bam baram ba. This is what we call in the late 19th century. We called it the Wagner Achtel, weil die normale Achtel ging es baram baram baram. Wagner mag baram baram baram. Ja, so irgendwie das ist im Werden hier. Ja, separation. No tags. Noch glüht die Kraft, noch glüht die Kraft, noch tags, noch glüht die Kraft. Bring it to you, don't try and sing through it. Glüht die Kraft, mich zu rächen. Glüht die Kraft, mich zu rächen. Es ist nicht mein idealer Satz, dass ich singen würde. Es ist, ja, genauso. Aber eben, das ist genau, was du erarbeiten musst. Ja. Das ist dein bester Freund. Ja. Weil es bleibt in der Resonanz, nicht in der Nase, aber dahinter in der sodass die Lippen, die sind einfach in die Bereitschaft, das zu artikulieren. Noch tags. Kraft zu gehen. Right? Just the second time. Brechen. Leier zerbrechen. Wer will mir die Leier zerbrechen? Noch tags, fehlt die Kraft, mich zu rächen. Heran, ja alle, immer sicher geht. Denn es ist alles so wunderbar umherum. Ich muss stoppen und lass uns wirklich das Wort Kraft finden. Vielleicht ist der A zu flach. Kraft. Vielleicht zu gesprochen. Lass diese Januskopf A auch kommen. Sing Kro, wo du war wirklich. Think Kra, we all go home happy. Right? No tags, noch glüht die Kraft. Kraft, noch glüht die Kraft, mich zu rächen. Überleg mal, was das heißt. Noch glüht die Kraft, mich zu rächen. Noch tags. Noch tags, wenn überhaupt umgekehrt. Noch tags, noch glüht die Kraft. Glüht die Kraft, mich zu rächen. Jetzt bist du sicher genug, dass jetzt du kannst verschiedene Wörter einfach wirklich auf den goldene Platte einfach einmal. Und ich würde immer natürlich die Eiche später das mal, aber heran, ihr alle, ja, genießt das. Alle, wer immer sich erkühnt. Erkühnt ist, ich meine, als Deutschlernender, ich meine, das klingt wie ein Text aus einer Schubert-Oper, Fairbrass oder sowas, ne? Also was wunderschön, erkühnt und die Rechen. Aus dunkle Felsenhalle ist mir die Leier. Leier ist einer der größten Symbole von das, was man spielt. Die Leute sammeln in ein righteous anger. Aber es ist auch das, was letzten Endes zeigt, dein Künstler ist. Und das ist der Konflikt von Andy Leier. Ich will ein Warrior sein. Ich möchte ein Krieger sein. Aber ich kann nur eine Leier spielen. Bei mir geht es um die Liebe zwischen Menschen. Ja?
ein bisschen so. Und die Leier hier ist das Symbol für das Aufruf des Gemeinschaft, die Wahrheit zu bewahren. Ja? Die Leier gegründet. Und es ist gegründet, weil der Leier kommt von der Eiche. Mhm. Ja. Ja? Oder? Schon toll. Super schön. Was wir singen dürfen. Mhm. Ne? Absolut. Und wir tragen das alles als irgendwie Bagage auf der Bühne mit uns. Ne? Weil wir können ja nicht alle erklären, um was es geht. Die ahnen schon einiges. Und besonders, wenn sie hören Eiche und Ahnen und Leier und Reche und was, dann ist das schon gut. So, nein, einfach ein bisschen den Nox ändern, dann sind wir fertig. Ich möchte einmal wirklich baden in den Wodanssaum. Ja. Ich halbe das Holz gespalten aus riesigem Eichenbaum, worunter einst die Alten umtanzten Wodanssaum. ganz Zwischenspiel. Vor dem Mittelteil. Ich meine das nicht lustig, Entschuldigung, meine Damen und Herren. Ich meine, das ist halt, was uns in jedem Land, jede Person hat dieses Gefühl von Identity, von Community, von Ras, von Kultur. Und ich verspotte es nicht, ganz im Gegenteil. Es ist, da ist es, es ist diese warme, überzeugte Wahrheit. Na? Und immer dieser da 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 never da 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 da. Ich habe das Herz gespürt. But if you look at it, there's a little gobble at the beginning. Now you get bam ba bam ba bam ba 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 bam bam, and then it becomes sharper. When you change keys, when you go into the next, when you go, well, not change the key, but when you go up the half step, then it becomes da 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 da, and I think you could be more demonstrative. Okay. Schulte, da, da, schulte, da, da. Ich habe das Holz gespalten aus mächtigem Eichenbaum, worunter einst die Alten umtanzten Wodanssaum. Ich weite drauf der Sonne. Anyway, we're cooked. You're toast. It's great. Thank you very much. Changed because of wunderbar, ich kenne das, aber ich habe, okay. I was so incredibly ready for am Fenster. So was I. Oh. Ach, die junge Nonne. Yeah. Gut, lassen wir die junge Nonne. Super, danke. Wir haben einen Krankenfall in unserer Gruppe. Sie kommt hoffentlich morgen zurück, aber sie ist wirklich akut erkrankt und eine Pianistin, hervorragend. Ich hoffe wirklich, dass ihr sie morgen kennenlernen kannst. Aber, und wir wünschen sie wirklich alles Gute, aber she's in bed, where she belongs. Ja. So, little change of plan. Junge Nonne. Junge Nonne, Entschuldigung. At least it's the same poet. Exactly. No. Krieger. This is Krieger, my bad, I was looking at my old music. No, I'm good. Go. Don't waste any more time. Sie braust du die Witzel der Freunde.
My colleagues are slightly more comfortable in the English language than the German language, at least for discussion. So we wonder, what is this about? It's a difficult song. A lot of stuff going on. Yes. A lot of noises, extra musical noises, melodic turns that would seem to be personal but maybe aren't, but then are they? And then, and then we got this huge title sitting on top of it called Die junge Nonne. You know, why isn't it just the nun? Yes. You know, I mean, why does it have to be a young nun? You know, what do you think this is going on? I don't mean it as a trick question, no, but it is a fun question. I think in its essence, it's about a young woman finding where she's meant to be in the world. Okay. And what her purpose is and how to navigate that. 2 years ago, we were all digital here. Yes. Right? 2019, two seasons ago. And one of my joys in that digital time was to have discussions, podcasts, with five of the greatest Schubert scholars. Mm. And in this, one of them, of course, was Graham Johnson. Yes. Right? And I asked him, I said, Graham, have you stumbled across something lately? I mean, Graham Johnson has written three volumes, really the Bible of Schubert songs, backgrounds, texts, all that. It's just an amazing tome on Oxford University Press. I wish they would bring it out on Kindle so we could travel with it, but never mind. And I said, you're obviously still discovering things. Anything pop up? And he said, well, you know, I have to tell you, my ears got a little bigger.
I've come to a completely new understanding of die junge Nonne. And he brought it up because it was one on one of the programs. It always shows up. It's a favorite song, rightfully, and so forth. And I said, oh, please tell me. You know, obviously, I've never sung it, but it just seems so difficult, these metaphors of the storm outside and the clinging the bells, and I get all that similar. He said, well, exactly not. She's dying. And he said, and his reason for going back and rethinking this, he said, this kind of graphic poetry description and all this depth of metaphor is just not who Mr. Krager was. He said, it doesn't fit. There is no other poem that I know, says Mr. Johnson, in the Krager Nachlass, das hat irgendwo je ein Verbindung zu diese. Es ist viel offensichtlicher. Es ist viel, und es handelt sich um eine ganz andere Geschichte. Und diese ganze Rastelrei und der Sturm, the whole storm that's going on and the banging windows and all that kind of stuff, she is seeing and hearing from her deathbed. And her becoming the Braut of Christ, which is the ultimate symbol of a nun's life, right, is about dying and being in one, right? And she just, if you listen, when I say this next sentence, you're going to say, yeah, every section gives itself up. You go up, the harmony gets thinner, it gets fließender, and by the time we get to the bells, think Zügengürtel klein. The bells that accompany one as they're leaving, right? The enormously beautiful symbol. Now, technically, you cannot mess with the tempo. This is a life's blood going out, and it's not getting slower, right? The story of this thing is really, and why it then becomes die junge Nonne, is the doppelte, the obviously more intense tragedy, but the tragedy encased in the great possible journey of faith, right? This is Krager's world. And I just sat like this. By the way, the podcast is still online. Dieser Podcast ist noch erhältlich, wenn Sie besuchen den Boulez-Saal und den anderen Dings. Kannst du mal hören, wie Graham Johnson so wahnsinnig eloquent ist, wenn er was so beschreibt. Aber wir alle haben sofort, und ich habe auch die Susan Jones gehabt, wir haben alle sofort, unser Schubert-Arbeiter, wir Scholars, was auch immer, sofort unsere Perspektive. Es ist viel sinnvoller. Ne? Und in principle, what is important as a singer is to not contextualize the person you're identifying with, which is the first thing we do in tempo. These tempos and going back out and losing the innate da 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 ya da da di da da dam dim da di da, and even bis zum Schluss Alleluia. Oh, I hope when I die, that's the last words I can say on my lips, right? Apparently, when Gustav Mahler died, legend has it, the last thing he said as he left was, "Ach, Amadeus," as in Wolfgang Amadeus Mozart. I hope it's true, right? But let's just let that, and even the tutter bit. So when all this stuff gathers up and she says, "Wie das Grab," she's metaphorically, essentially having her own Beerdigung, right? Let's try it again. And you know, it's one of these moments where you let us hear what you're listening to. Yes. So your ears need to be bigger than the mouth. Okay, yeah, absolutely. That feels a little bit controlled. Pa 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 ding ding. Yeah, and then what happens? What becomes magical to me, and I think that's why the staccato are there, so that it's a steady tempo. Pa 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 pa. Something awful's happening. Ba pa 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 pa. And 10 years later, the nuns that watched this young, wonderful woman die will say, oh yes, I remember, it was a horrible stormy night outside, but she didn't seem to mind at all. Ba 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 ba. Yeah. Okay.
a little bit more clearly what you're going to say so that you breathe earlier. It's not a vibrao, it's not vibrao, it's vibrao, and just get on what he's already started. You seldom hear somebody able to play this energy pianissimo. Chapeau. Because this gets very clangy very easily. Just don't lose any tension in the tempo or the rhythm, okay? The measure before she comes in, the low F. Ba. Yeah, stop. Just to be a pig. Yeah. You know, that the first note is that is the tied note, yeah. Right? And then a staccato. Make sure that the right after the tie that it really is a new movement. Okay. Ba, 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 ba. Mm. I hear ba, ba, ba. Yeah, I see. Yeah. It sounds like you're preparing the F. The F is already preparing. I think it's two different worlds. Ba, ta, ta, ta. Third world. Ba, ba. German language. Go to Sturm. Yes. Right? We don't need all that information. It's not a CDF report. It's not the weather report. You know, ladies and gentlemen, we have one hell of a storm outside. That's nice. Although I feel your preoccupation to be in time. Yeah. And like Graham was so brilliant, you know, yeah. it's what is the pulse? What is the big beat? Bam, da da dum, da dum. Right? Even that can be ding, ding. Ba da da di ta da dum di. We stay in the big B. Good. Okay. Same thing. Stur. There's nothing horrifying about any of this. It is to us, but not to her. You know? He said, oh, mother, do I hear something outside? It seems to be, ach, ja, es rollt. Ah, there was a blitz. You know? And they're all inside going, oh, Christ, what a storm. I hope the building, you know. Right? I don't mean to take the drama out of it, but there's not a horror. It's not, oh, shut the fence door, I'm cold, the blitz is going to get me. That isn't about any of it. It's more just this thing that people who are leaving do. Yes. Enormously awake, enormously aware of everything, without an engagement whatsoever. Yes. Oh, you lost your hand. Wow. Yeah. Or when that happens to them, oh, they shot my leg off. This is trauma. Yes. Let's go from es rollete der Donner, es leuchtet der Blitz. And just give me consonants in hearing it and seeing it. See this. Be on the bed. Be leaning back. She props herself up. Es rollete, es blitzt. But I don't feel anything. Ah, maybe that's what the Grab is like. Right? That's her best friend. She is totally ready to die. That's the only way she can marry her Lord, right? And this is why this poem is so powerful to us. We need to learn how to die. Someone in faith is a good person to learn from, I guess. Es rollet. Ba, F sharp. Ba. Und fühlst du die Nacht?
by her face, you know. I used to be young with all that stuff going on. I was, even though I was about to become a nun, I had a lot of Sturm und Drang in me too, right? Es tobt es auch jüngst noch mir. Bah, immerhin. Ach, es tobt auch. Yeah. Wunderbar, weiter. And please, the pickup to that descending phrase gets a little bit lost. Bam, 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 bam. Right? Immerhin. Yeah, I'll do the bar. Incredibly important point that we keep looking at, and is incredibly important in today in general, not just our class, musicians in general. There is a significant difference between energy and velocity. Yeah. And piano must have the energy, yeah. And forte must not be velocious, yeah. Right? Right? So this is this is really important. We can never lose this tension, this of right? This is exactly right in the solar plexus, right? And release, right? Don't go, you're working very well. I get where you're going. Can we go back to flamte die Liebe wie jetzt so der Blitz? It's almost like she gets up on a bit more on her arm and she gives her nun sisters in the room a bit of a levita. She tells them a little bit of a, you know, look, this is the metaphor, my dear friends, my loved ones, as I go, right? Whatever it is, it's extremely loving in its appearance, right? So we've just had yet so der Blitz, ba bam, da da, und wenn da 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 da. And again, when we change that, then we turn the whole thing on its head. Tobe du wilde, gewaltige Sturm. It's just the same elements that are going on their head, right? Cool. Und finster die Brust. I'll do two parts. You can, all the Sturm you want. I'm going, as you said at the beginning, yes, where I belong, right? Noch tobe du willige, gewaltige Sturm. Im Herzen ist Friede. Im Herzen ist Ruhe. Des Bräutigams Halt. Wunderbar. Okay, the two measures before nun tobe. And this should just feel release. Same melodic material, completely different human being. Right? And all the ladies are going, oh my God. And watching this ascension of a soul, completely at peace with dying. Oh my God. Hallelujah. Yes. Bye, girls. See you soon. Yeah. It's fantastic. Yeah. Two measures before nun toben. Du willst gestohlen, im Herzen.
She says, no waiting now. She's got the ticket. She's going. Yes, I'm gone. I'm out of here. Yeah. Right? There's nothing. There's nothing. There's no sentimentality about it. She's just leaving thought. You know what I mean? Yeah. Right? And just Friede im Herzen ist Ruhe des Bräutigams Hart, die liebende Braut. Gereinigt im prüfender Glut der ewigen, ewigen Liebe getraut. Ich harre mein Heim. Dann tanzt sie einfach. Ja. Yeah? And all the ascension of the pictures is gone. Now she just dances on the, she's just from the clouds. You know? It's okay. Graham's brilliant. He's absolutely right. This is, it's just, to me, just changed it. You know, I think it's one of the greatest songs ever written. There we are. Same thing. Nun trobe die Wilde. Then you're almost toast. And let her sing. It's a, you know, this is, she's a mezzo, so she's going to get up there, let that voice ring, and let her keep on going, and just concentrate on vibrating the consonants. Mm-hmm. Consonants and vowels together. Don't get nervous about your German. Don't feel like you've got to make anybody aware of a language, ever. Mm-hmm. This is something we do. We walk out on stage, and we assume everyone in the public knows more than we do. And we go, der, no, die, dem, yeah. Da, oh, shit. Don't do that. Especially here, she's dying. Maybe she's mumbling. She's singing for sure. Yes. All right, des Bräutigams Haare, die liebende Braut. Kann er gereinigt die prüfende Glühne, la 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 la. You can breathe here. Ewige Liebe getraut. Just don't take time. And ba da da dim da da dim dam da. Right? I don't know. Maybe des Bräutigams Hart? Des Bräutigams Hart. It's in the middle of after you started Nun Trobe. It's sort of kind of where you stopped. Okay. Oh, hell, go back to Nun Trobe. Bitte gut, bitte. Papa. Yeah, sure. Sorry. Sagt der Fahrer, jetzt ist Zeit. Es ist Zeit. Right? And don't stop. You guys keep slowing yourselves down. Euphoria is a love song. Right? Right there. Erlöse die Seele von ihr. Hölle die Braut. Erlöse die Seele von ihr. Erlöse die Seele, Seele von ihr, we need that, von irdische. Erlöse die Seele von irdischer. Irdischer. Irdischer.
löse die Seele von irdischer. Löse die Seele von irdischer. Tempo! Just gently shuts her eyes. Mm. Good image. Good. Knutson, am I right? Ja, genau. Kennen Sie ja schon. Wir singen und spielen für Sie ein Lied von Ottmar Schöck aus seinen Elegien, und zwar den Waldgang. Ein Text von Nikolaus Lenau. Spürst du eine Verbindung mit Schubert? Ja. Der Schubert hat auch einen Waldgang und eben Wald. Ist es zufällig derselbe Text? Ist dieser Text von Schubert vertont worden?
Ich glaube nicht. Übrigens, diese Frage zu fragen ist, weil ich meine eigene, ich habe einige Homework gemacht für diese Klasse, aber das wäre eine Frage. Ich möchte bekannt geben, wenn ihr irgendwelche Übersetzungen oder wollen wissen, wo das Gedicht kommt oder wer hat es noch vertont, es gibt eine Website. Auf den Hamsong Foundation siehst du immer von uns, je eine Übersetzung verlangt wird, geben ein URL www.lieder.net. Und dort ist eine enorme Database von Übersetzte in jede Richtung, all mögliche Gedichte. Nicht nur Deutsch, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Und das ist schon, um meine Frage zu beantworten, muss ich eigentlich zum Lieder.net gehen und auf den Lenau und schauen, wer einfach sich beschäftigt hat. Und selbst wenn ich auf diese Gedicht komme, Waldgang, und es von 4 oder 5 oder gar kein anderer Komponist komponiert wurde, würde dann stehen 2, 3 oder gar nichts. Ne? Es ist schon, ich meine, was ihr habt in eurer Generation für Referenzwerke, ist wirklich, was der Welt hat jetzt für Referenzwerke. Es ist irgendwie nicht ganz logisch, warum die Bemessung von Annehmen von Kindern schwacher wird. I don't quite understand that. We've never had so much information that should lead to knowledge at our fingertips than ever before in civilization. And apparently we're getting stupid. I think classical music can help that. So, Mr. Schück, right? One of the greatest composers of the 20th century. Yeah, that's what they write about him and that's what they say. When was the last time you heard a Schück piece played? Schon? Hast du anderen Schück-Lieder gesungen? Tatsächlich gar nicht. Das ist das Erste. Die sind unfassbar. Natürlich gibt es auch diese seltsame Werk, Lebendig begraben, mit Streichquartett. Der Fischer Dieskau hat das immer. Der Fischer Dieskau war ein riesiger Schück-Anhänger und hat einiges aufgenommen. Bitte, adagio.com, Schück, hör mal zu. Na, es ist schon interessant. Ich weiß nicht, ob das aufgenommen worden ist. Was mich beschäftigt in dem Lied, ist einiges. Wenn ich das nie gehört hätte, würde ich eigentlich an Eisler denken. Aha, okay. Oder? Diese chromatische Wortspinnerei, der einfach dann zu einer relativ beliebigen Harmoniekadenz dann der kam und dann weiter noch. Irgendwie. Ich meine nur, mein Punkt ist nicht clever zu sein. Mein Punkt ist in diese Zeit und ich möchte nicht Gebrauchsmusik sagen, aber ich sage es halt, ne? Diese Sachlichkeit, ne? Ist auch vorhanden, obwohl das eigentlich ein Liebeslied ist. Ja? Mhm. So, ich glaube, du musst uns auf dieser Fahrt mit dir entscheiden, wo das wirklich dann lyrisch wird und dann in Entfaltung, in warum das wirklich geht. Verstehst du? Ich glaube, du kannst noch mehr machen aus dem heraus. Und es gibt immer wieder von der lieben Maestro Pocoritano hier in der Tempo. Ich finde es sehr witzig, dass die allererste Sätze sind unter in Pianissimo, wunderbar, und dann in zweiter Strophe, na bitte Triple P. Ja. Nee, warum? So, es ist auch eine Frage, obwohl diese eine einzige Phrase geht bis zum F hinauf. Mhm. Ich würde als Lyric-Bariton schon schauen, ob ein halber Ton höher, ein Fis in dieser Bewegung ist nicht sehr tragisch, könnte auch sein, dass ein G völlig wurscht ist. Und dann kommst du ein bisschen aus den, wenn es unangenehm ist. Du singst es sehr, sehr gut. Nur, bitte, besonders meine jungen Männerkollegen, der tiefere Teil unserer Stimme ist nicht den Boden auszulassen. Right? Es ist immer noch genau, als ob es hoch wäre, eine ganze Resonanz, wie wir immer, jeden Tag einmal jetzt versuchen zu finden. Das ist dein bester Freund. Ja. Die Unterlippe engagiert die Oberlippe weg von der Zähne. Aber noch schöner und wirklich toll ist, wenn das runterkommt, kommt zur Seite eine Bereitschaft zur Artikulation und diese Öffnung hinter der Nase. Und es ist genau hier, wo die tieferen Töne mit den höheren Resonanz auf die Zähne und da unten einmal vibrieren. Right?
So das musst du, und das ist aber auch, die gute Nachricht darin ist, dass du kannst von dort heraufziehen in den Legato. Mhm. Ja? Und du bist nicht gefangen. So, ja? Mhm. Denk ein bisschen drüber nach, es wird nicht auf einmal kommen, aber ich sehe schon und höre schon, dass du auf das arbeitest. Aber traue es wirklich, dass es niemals ist. Ja. Nimm uns alle, 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 alle. Mhm. Ja? Mhm. Gut, fangen wir an. Really, teuflischer Anfang. Danke vielmals, Ottmar. Super, sehr lieb. Ja, ich ging, you know. Ja, good luck. Legato. Make you aware. Do it again. Ist wunderbar. Die, wo das wirklich wichtig ist. The descending phrases would seem to be easier. You're letting this go. Okay. Nice beginning. You can't apologize for that 16th. It is what it is, and it's really quite interesting. Yeah. And it's the suspension that it's all. It's just, you know. Good God. Yeah. I just marvel at composers. You know, it's an exactitude of thought that is just, I don't want to be bothered with, really. Mm-hmm. Aber es ist die Substanz von Musik. Es ist fantastisch. Mm-hmm. Fantastisch. Mm-hmm. Und genau das Einfallen. Nein, es muss das. Ich ging an deiner Seite in einem Buchenhaine, ein störendes Geleite ließ nimmer uns alleine und mussten wir zurück. Right there. Und mussten wir zurück ins Herz die Worte pressen. Tune it up a little bit. Was ich meine, bring all die Worte in derselben Resonanz-Silo. Ja? I'm going to, mussten wir dir im Herzen pressen mir. Ja, und mussten wir zurück. We need to hear a very clear difference between the E and the E inside of the mixed vowel. Mir zurück, mehr U, aber du hast es eh. Und mussten wir zurück ins Herz, that's spoken, it's lazy. Herz pressen, beautiful, low. It's easier, no? Yeah, it is. Is it too loud for this place? Ach Gott, ist with the piano. Oh, yeah, ich finde das Ganze furchtbar laut. No, it's P, but it's P, P, yeah. P. Wie geschmacklos. Bitte weiter. Und mussten. Okay. Und mussten wir zurück ins Herz die Worte pressen und sagten unsere Blicke. Yeah. I'll give you Blick, a little bit in the although it's Blick, ein blinder Blick. Yeah. Aber I'll let you have the Blicke as long as you give me a really beautiful Nicht. But I don't want you to buy your Nicht. Das möchte ich nicht. Okay. Okay? Okay. Mr. Lenau didn't have that accent. Never mind. Do you know what I mean?
It's just, it's a bit lazy. And that's what I meant to the colleague when I said, don't shorten your vowel. Don't. The E vowel is a very long, it's the front edge, is the front edge of the U. But it's exactly, if on the tomograph of a head, whoosh, cut, looking at vowels, the opening of the throat that we think is this massive tube for an U, right. It's exactly the same opening for an E. But the partials are higher because it's condensed on the front edge. Right? So, unsere Blicke, dass wir uns nicht vergessen. Uns sagten unsere. That, the phrase that went back, you just went, was absolutely gorgeous. It's all, this is your path. It's wonderful. I'm just mucking about in crazy details, but it's details that it'll make it easier to sing. Of course, yeah. It's an incredible song. Ah, doesn't even sagen. Ein schöner, runder deutscher A hat, ist ein Januskop von O. O. Und sagte, that's spoken. Let it work now for what the content is about. Because this is the punchline. Yeah. With all this chromaticism, we're kind of wondering, ooh, this guy is either pathological or something really happened, or whatever. But it's all just about not letting all the noise of life distract. We won't forget, right? And so this, and he says, poco retardant, und dann etwas breiter. Ich weiß nicht, was er meint, und der Unterschied zwischen ein poco retardant und ein etwas breiter. Mir bedeutet relativ dasselbe. Und diese französische nach un peu plus large, sei nicht verwirrt, dass das noch einmal einfach auf Französisch die nächste Tag, es ist einfach die Übersetzung von dessen, dass eigentlich die keinen Platz gehabt, das zu schreiben, weil das Ganze ist gedrückt in zwei verschiedene Sprachen. Ne? So, auf Deutsch, sing es und nehme es nur, weil es Deutsch ist, wenn ich das sagen darf. Ne? Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich glaube, das etwas breiter geht wirklich nur so über diese und dann. Ja? Und ich meine, ihr müsst das entscheiden. Und sagten unsere Blicke, dass wir nicht vergessen und sehen wir uns nicht wieder in diesem Erdenleben. Du hast pokerit, da, etwas breiter und dann noch einmal retardant. I mean, it's like this whole thing comes to a standstill. Oh, und dann noch breiter. Und dann endlich, 12 Tage später, hast du endlich bewegter. Inhalt, 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 Inhalt. Tell us the story. Tell us the story. You're a wonderful storyteller. You're a very good leader, sir. Tell us the story. Okay. Uns sagte unsere Blicke. Uns sagten unsere Blicke, dass wir uns nicht vergessen. Und sehen wir uns nicht wieder in diesem Erdenleben. Ich werde meine würde eher konzentrieren auf diese schönen lyrischen Momente, dass die mehr mit der Musiksprache zu tun haben, als die Auskunft, ja? Ja, wieder in diesem Erdenleben. Und Vorsicht, I und E, die sogenannte geschlossene Vokalen, besonders der E-Vokal, spreche es nicht. Es muss in den Oh, hey, oh, yeah, hey, yeah.
that's spoken. Oh, hör dein Leben, Leben, dich werden meine. It's a bit lazy, if I may. It takes more air and more space and more conviction. Ja, Boggio, you know? This has to happen always in life of a singer. This feeling of inhaling, während wir selbstverständlich exhalen, das muss immer in Bereitschaft sein. Ja? And that's your best friend down there. Haben wir noch? Und sagten unsere Blicke, dass wir uns. Und da ist für dich diese, vielleicht diese, ich fang schon da an. Da, nice Trio, Trio. Da, 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 you know? Und sie, ja, ne, ich mach keinen Witz, verstehst du? Aber das kann schon die Lyrik da anfangen. Und sehen wir uns nicht wieder in diesen. Ist eine Bratsche, ist eine Bratsche-Melodie. Und sagten? Und sagten unsere Blicke, dass wir uns nicht vergessen. Und sehen wir uns nicht wieder in diesem Erdenleben. Ach, ich werde meine to sing flüster. Yeah. You can let us flüster. Hör dich, oh, especially ein Flüster von Hoffnung. Es ist klar, dass die sind, auf welchem Grund noch immer, es ist eine dunkle Zeit von Trennung. Ich weiß nicht, ob das dann autobiografisch ist, aber we get this in the harmony. This is not an easy, this isn't just God, I hope she comes back next week. There, you know, vielleicht hat mit dem Krieg zu tun, ich weiß, aber wir haben gar nicht einmal über Lenau gesprochen. Ne? So this is, und das ist ein Erzspätromantiker. Er war auch ein erzbetrübte Person. Ab dem Abgang seines Mutters, runter. Ja? Er ist dann entflogen nach Amerika, weil ich dachte, ja, und die alle wurden nach Amerika in 1829. Er ist innerhalb 8 Monaten, überleg mal, wie lange überhaupt nach Amerika zu kommen. Er ist dann in einen Kutsche, da in den West, ja, ich fertig mit dem Scheiß Europa, nicht? Ich, ja, Neuland, ne? Überhaupt keine Kultur, überhaupt kein Sprechpartner, überhaupt keine Bücher vorhanden, überhaupt nichts. Nur alle haben gedacht, wie können wir überleben? Wir brauchen Geld, wir brauchen Geld, wir brauchen Geld. Ich stehle das, ich nehme das, ich verkaufe das und das. Ja, ja, aber können wir ein Buch zusammenlesen? Ja, ich habt ihr jemals ein Schauspiel von Goethe gelesen? Ja, na, les mir doch. Ja, hab's schon fährt. Ja, er war sowas von Seelen und heimatlos. Der ist umgedreht nach Hause gekommen. Aber immer noch schwermütig geblieben, bis er gestorben ist, leider sehr früh. So, wir müssen das schon in dem Gedicht auch nehmen. Aber er lässt uns einen Funk von Hoffnung, das zumindest flüstert sein Dabeisein. Ist das ewige Wiedersehen im Himmel gemeint vielleicht? Auch in die was? Im Himmel, im Tod? Oh, ich glaube schon. Ja, wenn wir dann mit dieser, ich meine, solche Leute können nicht schnell genug von dem Erdlauf abgehen. Na? Ich meine, ja. Jeden Tag ist er, ja, scheiß nochmal. Die trauen sich nicht Selbstmord, die fantasieren darüber natürlich. Sie überlegen sich ständig, wie es sein könnte. Na, hoffentlich ist es. Aber so schön kann es auch nicht sein, sonst würde er nicht erlauben, dass es heute Dreck hier ist. Ja.
Aber die sind gefangen, die sind, ne, es ist ein absoluter Psychopath hier vorhanden, ne, im wahrsten Sinne. Er ist außer sich, ne, ja. Und er sucht auf den Flüstern der Hoffnung des ewigen Wiedersehens. Und der einzige ewigen Wiedersehens, hast du vollkommen recht, Urlicht. Bin von Gott, ich gehe wieder zu Gott. Nur die böse Nachricht, die harte Nachricht, wo schon den Engel auf den Weg ist, der nicht rein du ist. Darfst nicht entscheiden. Ja. Ja, natürlich. Oder auf des Walds verdüstern. Fünf. Ja. Oh, mach doch die Bewegte noch einmal und schließ uns das einfach ab, diesen Nachmittag. Von Bewegte, das Bächlein trieb hinunter, der Wallen rasche Tänze. Ich habe mir überlegt, wie wahnsinnig schön das ist. Die Metaphern sind fantastisch. Ich meine, seit wann tanzt deine Welle? Ja, aber das ist natürlich bildhaftlich bis zum geht nicht mehr. Das heißt, der Schöck greift zurück in den Spätromantiker, Schwermütigkeit. Ah, er muss ein Schweizer gewesen sein. Ja. That's meant with love. Das Bächlein trieb hinunter. Can you read trieb and not tell us about it? Instead, ich trieb hinunter, Bächlein trieb hinunter, Welle, Tänze, und Rauschen flocht und bunte der Herbst der Wehmut kränze. Doch! Ja, ist fantastisch. Okay. Das Bächlein trieb hinunter, der Wellen rasche Tänze, und Rauschen flocht und bunte der Herbst der Wehmut kränze. Doch aus des Walds verdüstern die Stimmen des Erwiehens hört ich die Hoffnung flüstern. Es tomorrow. Thanks for dropping by.